und rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 71, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP betreffend Großbritannien ist wichtiger Teil der Europäischen Union, 19:35:09. Redezeit 5 Minuten je Fraktion. Beginnt der Kollege Tobias Utter, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In wenigen Stunden öffnen die Wahllokale in Großbritannien, und die britischen Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber, ob Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt oder die Union verlässt. Mit unserem gemeinsamen Antrag wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir es begrüßen würden, wenn Großbritannien Mitglied der EU bleibt. Großbritannien hat mutig im Zweiten Weltkrieg für Demokratie und Freiheit gekämpft und mit dem Sieg der Alliierten über das Naziregime einen wichtigen Grundstein für die Entstehung der Europäischen Gemeinschaft gelegt. Die Einigung Europas hat eine nie gekannte Phase des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstandes gebracht, von dem auch Großbritannien profitiert hat. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Vielfalt, die Wahrung der Menschenrechte und soziale Verantwortung sind die Grundlage der Wertegemeinschaft Europäische Union. Wir sind davon überzeugt, dass der Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union für beide Seiten vorteilhaft ist. Großbritannien ist ein wichtiger Teil der europäischen Wertegemeinschaft und seit jeher ein wichtiger und starker Partner Deutschlands und Hessens in vielen internationalen und auch innereuropäischen Fragen. In einer globalisierten Welt mit ihren wachsenden Herausforderungen ist es sinnvoll, dass die europäischen Staaten ihren Einfluss und ihr Gewicht bündeln. Ein einiges Europa kann ein starker Akteur in der Welt sein. Ein Ausscheiden Großbritanniens aus dem Verbund würde die geostrategische Position Europas ebenso wie die Großbritanniens schwächen. Großbritannien ist ein wichtiger Handelspartner Hessens und soll dies auch bleiben. Mehr als 8% der hessischen Exporte gingen im letzten Jahr ins Vereinigte Königreich. Sollten die Handelsbeziehungen durch ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU beeinträchtigt werden, träfe dies unmittelbar sowohl die hessische als auch die britische Wirtschaft und würde beiden Seiten signifikanten Schaden zufügen. Rund 11.500 britische Staatsbürger leben in Hessen und fühlen sich hier wohl und wollen gerne Teil der Europäischen Union bleiben. Die Entscheidung am morgigen Tag wird überschattet durch den feigen Mord an der Abgeordneten Jo Cox. Sie setzte sich für einen Verbleib in der EU ein und hat dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Unsere Anteilnahme gilt ihren Kindern und allen Angehörigen. Leider muss man weltweit beobachten, dass politische Diskussionen immer intoleranter und polarisierender geführt werden. Populismus, egal ob von links oder rechts, der mit den niederen Instinkten im Menschen spielt, schadet der Demokratie und dem offenen politischen Diskurs. Mit Jo Cox hat dieser Extremismus ein großes Opfer gefordert. Es muss unser aller Anspruch sein, solchen Hass und seine Auswirkungen in politischen Debatten zu bekämpfen und nicht zu befeuern. Die Briten werden morgen frei und souverän ihre Entscheidung treffen, und wir werden diese Entscheidung natürlich respektieren. Sollten die britischen Wählerinnen und Wähler sich für ein Verlassen der EU entscheiden, so bedeutet dies nicht das Ende der Freundschaft und Partnerschaft, und es wird darum gehen, die negativen Auswirkungen einer solchen Entscheidung zu begrenzen. Doch ohne uns in die inneren Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs einzumischen, bekennen wir, dass wir gerne den gemeinsamen Weg
mit Großbritannien in der Europäischen Union fortsetzen wollen. Hessen will weiter gemeinsam mit Großbritannien in der EU für eine effiziente EU arbeiten. Liebe Briten, wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns im geeinten Europa bleibt. Daher, please stay. Vielen Dank, Kollege Utter. Das Wort hat die Frau Abg. Beer, FDP-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, seit Tagen, seit Wochen schaut ganz Europa und ich glaube auch darüber hinaus auf das herannahende Referendum in Großbritannien. Zum ersten Mal seit die Möglichkeit des Verlassens der Europäischen Union im Vertrag von Lissabon implementiert wurde, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaats über den Austritt aus der Europäischen Union. Wir haben ja bislang vor allem Erweiterungswellen und auch noch weitere Erweiterungswünsche von verschiedenen Staaten gekannt. Ist ein solcher Austritt Großbritanniens aus der EU vorstellbar? Ich meine, man muss sich bewusst machen, dass bis 1973 diese Europäische Union ohne Großbritannien existiert hat. Gleichzeitig wissen wir alle miteinander, Herr Utter hat das dargestellt, wie stark sich seit 1973 seit der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Beziehungen verflochten haben, gerade auch zwischen Deutschland und Großbritannien, gerade auch zwischen Hessen und Großbritannien. Das einfach aufzulösen, wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Gerade wir Deutsche wissen, dass wir mit den Briten einen wertvollen Verbündeten haben innerhalb der europäischen Diskussionen, wenn es darum geht, ordnungspolitisch sauber, zum Beispiel gegen das Entstehen von Monopolen, für fairen und freien Wettbewerb, für Subsidiarität zu streiten, die Europäische Union so weiter zu gestalten, dass wir hier einen Verbündeten haben, den wir nicht in allen EU-Mitgliedstaaten in dieser Art und Weise finden. Wir alle wissen, dass ein Austritt Großbritanniens weitreichende Folgen hätte, sowohl für die Briten als auch für die Wirtschaft und sowohl kleiner als auch großer Unternehmen in diesem Land. Ich glaube aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn man die Diskussion der letzten Wochen und die Zuspitzung der Diskussion bis in die letzten Stunden betrachtet, ist das nicht der Kern des Problems. Wenn Sie sich insbesondere anschauen, mit welcher Emotionalität, ja mit welchem Hass Gegner und Befürworter der Europäischen Union in dieser Diskussion, und Sie haben die unfassbare Ermordung von Jo Cox angeführt, Herr Kollege Utter, und wir haben wahrscheinlich alle den entsprechenden Aufruf als Parlamentarier unterschrieben, dann sehen wir doch, dass der Kern an einem anderen Punkt ist. Der Kern der Debatte geht darum, dass die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die politische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sich in einer sehr schweren Krise befindet. Eine Krise, die alle Institutionen vom Europäischen Parlament über die Kommission und den Rat der Staats- und Regierungschefs gleichermaßen trifft. Zu abgehoben, zu unverständlich, zu weit weg von den eigentlichen Problemen der Bürgerinnen und Bürger im Alltag ist da das Urteil. Brüssel als Synonym für weit weg, bürokratisch und überteuert. Das mag stimmen oder nicht, aber wir müssen doch als Politik quer über die Fraktionen, über die Parteigrenzen hinweg wahrnehmen, dass die Strahlkraft des Friedens- und Freiheitsprojektes, was Herr Utter völlig zu Recht beschrieben hat, dass diese Strahlkraft, diese Leidenschaft, die unsere Großeltern und Eltern zu diesem Projekt getrieben haben, dass die in ihrer Bindungswirkung aktuell bei Bürgerinnen und Bürgern quer durch die Union, nicht nur in Großbritannien, nachlässt. Und zwar in einer Zeit, wo Bedrohung durch Krieg und Gewalt eben nicht mehr zwischen den Mitgliedstaaten auf dem europäischen Kontinent, sondern von außerhalb oder durch entsprechende terroristische Anschläge im Herzen unserer Gesellschaft stattfindet. Und das bedeutet für mich, dass wir das Haus Europa dringend sanieren müssen. Die Leitungen und Rohre
Die Leitungen und Rohre sind in die Jahre gekommen. Das Fundament muss neu stabilisiert werden. Und vielleicht auch die eine oder andere nicht tragende Wand ist umzusetzen. Ein Update, liebe Kollegen, das mit der Kraft einer neuen Vision die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union wieder hinter sich bringt. Ein starkes Europa. Ein Europa, dessen Fundament unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Toleranz sind, und zwar nach innen genauso bewusst gelebt wie nach außen, auch dafür geworben und über die Durchsetzung gekämpft. Deswegen sind so leise Tretereien gegenüber Erdogan, Putin oder auch China kontraproduktiv für das Gewicht der Europäischen Union. Wir müssen Zimmer einrichten für die großen Fragen der europäischen Herausforderung, den Binnenmarkt, z.B. auch bei Energie und Digitalisierung, Freihandel, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik, die wir europäisch auch mit einer gemeinsamen Armee betreiben, gemeinsame Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik, wo sich keiner aus der Verantwortung stiehlt, aber auch keiner überfordert wird in der Europäischen Union, und eine Stabilität in der Währungspolitik ohne Vergemeinschaftung von Schulden und gegenseitige Budgethilfen. Das bedeutet aber auch den Verzicht auf Bauvorgaben für alles andere, was regional entschieden und vielfältig unterschiedlich in Europa kann und sein sollte. Bürger sehen doch klar, dass sich die Union vielfach um die großen Aufgaben drückt, aber bis ins Detail vor Ort hinein reagieren will. Und das wird abgelehnt. Und deswegen werbe ich neben all diesem Fundament der Veränderung der Zimmer auch dafür, dass wir quasi als Dach ein neues Verständnis der Mitgliedstaaten darüber aufsetzen, dass verschiedene Geschwindigkeiten in der Weiterentwicklung dieser Europäischen Union möglich sind, dass nicht alles gleichermaßen vereinheitlicht werden muss, aber dass die Nationalregierung, dass die Nationalparlamente auch damit aufhören, die EU oder Brüssel als Vorwand oder auch als Prellbock für innenpolitische Diskussionen zu verwenden. Frau Kollegin Beer, Sie müssen jetzt unbedingt zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Klar ist, wir werden diese Neugestaltung Europas brauchen, unabhängig davon, wie sich die Briten morgen entscheiden. Klar dürfte aber auch für uns sein, das Zitat von Hans-Dietrich Genscher, Europa ist unsere Zukunft, wir haben sonst keine. Und klar ist, glaube ich, auch, dass wir uns wünschen, dass auch die Briten ihre Zukunft in Europa sehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Das Wort hat die Frau Abg. Waschke, SPD-Fraktion. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Morgen entscheiden die Bürgerinnen und Bürger von Großbritannien über ihren Austritt aus der Europäischen Union. Dieses Referendum ist das Ergebnis eines leichtfertigen Versprechens, das der konservative Premier David Cameron im Wahlkampf 2015 gegeben hat. Damals wie heute tobte ein Machtkampf innerhalb der Tories. Und jetzt wird ein ganzer Kontinent in die politische Geiselhaft genommen. Das finde ich schon ziemlich bitter. Allerdings muss man auch sagen, David Cameron steht heute auf der richtigen Seite, denn er kämpft um den Verbleib Großbritanniens in Europa. Die Briten waren schon immer ein wenig speziell. Jede Sonderregelung wurde historisch begründet, auch im Vorfeld des Referendums, wo es David Cameron gelungen ist, die eine oder andere Sonderregelung nochmals zu verhandeln. Aber trotzdem ist für mich klar, Großbritannien ist ein unverzichtbarer Kern Europas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stimmung in Großbritannien ist sehr aufgeheizt. Der entsetzliche Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox hat uns alle tief erschüttert. Dieses Verbrechen zeigt, wie hasserfüllt und aufgeladen die Diskussion stellenweise in Großbritannien geworden ist. Ich habe große Achtung vor einer Abgeordneten, vor einer großen Europäerin, der ihr Bekenntnis für Freiheit, Frieden und Versöhnung so zum Verhängnis geworden ist.
und ich habe große Achtung vor Jo Cox, die so leidenschaftlich für den Verbleib Großbritanniens in der EU gekämpft hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union liefert uns derzeit viele Gründe, sie infrage zu stellen. Auch das gehört zur Wahrheit. Es gelingt uns nicht, die große Herausforderung der Flüchtlinge gemeinsam zu stemmen. Im Gegenteil, gerade bei dieser Diskussion habe ich den Eindruck, dass die nationalstaatlichen Interessen immer weiter in den Vordergrund rücken. Es gelingt uns nicht, die Wirtschaft in Griechenland zu stabilisieren und den Menschen dort wieder eine Perspektive zu geben. Es gelingt uns noch nicht einmal, eine Steuergesetzgebung Europas zu harmonisieren. In vielen Staaten erstarken eurokritische, populistische Parteien, eben auch in Großbritannien, aber auch in Frankreich, in Holland, in Polen und auch bei uns. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist die Europäische Union das große Friedensprojekt, das uns auch Sicherheit, Freiheit und Wohlstand gebracht hat. Egal, wie das Ergebnis morgen ausfallen wird, und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn die Briten gegen den Verbleib in der EU stimmen. Die Europäische Union darf auf jeden Fall nicht zur Tagesordnung zurückkehren. Natürlich gibt es Reformbedarf. Kurzfristig muss es gelingen, Entscheidungen in der EU transparenter und nachvollziehbarer zu machen. Beispiel: Großkonzerne müssen ihre Steuern dort entrichten, wo sie Gewinne erwirtschaften, und nicht dort, wo die Steuersätze am niedrigsten sind. Langfristig müssen wir über die Weiterentwicklung der europäischen Verträge nachdenken. Man muss auch darüber reden, ob der Europäische Stabilitätspakt nicht auch um einen europäischen Sozialpakt ergänzt werden muss, der die Absicherung der Menschen in den Mitgliedstaaten zum Ziel hat. Was bedeutet der Ausstieg Großbritanniens aus der EU? Raus ist raus, sagt der Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, gestern Abend. Martin Schulz, der Präsident des Europäischen Parlaments, macht es sich nicht ganz so einfach. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass das nicht der Anfang vom Ende der Europäischen Union ist. Und der EU-Kritiker Wilders aus Holland hat schon gleich einmal deutlich gemacht, dass es Folgen haben wird, wenn die Menschen feststellen, dass auch nach dem Austritt Großbritanniens das Leben weitergeht. Die Briten jedenfalls tragen morgen eine große Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern für unseren gesamten Kontinent. Natürlich darf nicht der Eindruck entstehen, dass irgendjemand, auch nicht wir hier im Hessischen Landtag, den Briten für ihre Entscheidung morgen Vorschriften machen will. Aber wir wollen doch heute schon gemeinsam deutlich machen, dass uns das Ergebnis des Referendums morgen nicht egal sein kann. Der Spiegel hat vor kurzem festgestellt, was morgen zur Wahl steht. Zitat: Ein Augenblick des Stolzes oder eine gestaltete Zukunft. Und weiter: It's smart to stay. Wer klug ist, bleibt, liebe Briten. Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke. Das Wort hat die Frau Abg. Ursula Hammann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir wollen, dass Großbritannien weiterhin ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union bleibt. Wir werden sehen, wie morgen die Menschen in Großbritannien sich entscheiden werden. Denn auf dem Stimmzettel des Referendums ist vermerkt Schütze, United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union. Wie dies aussehen wird oder wie dies ausgehen wird, das wissen wir alle nicht. Wir können aber sehen, dass die Gegner und die Befürworter sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und ich sage einmal ganz deutlich, es rächt sich.
dass in der Vergangenheit die Vorteile der Europäischen Union in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht offensiv dargestellt wurden. Vielmehr wurden immer die negativen Dinge genannt der Europäischen Union, die immer mal wieder auch zu erkennen waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Europagegner über einen unglaublich langen Zeitraum Lufthoheit gewonnen haben. Zu spät, muss man einfach feststellen, wurde der Austausch von Fakten, Sachargumenten in den Vordergrund der Debatte gestellt. Und was mich besonders erschüttert, dass die Debatte so emotional und so aufgeladen auch geführt wird. Es erfüllt mich auch persönlich mit großer Sorge, welche fremdenfeindliche Töne sich in Großbritannien in die politische Debatte über die Vor- und Nachteile eines Brexits gemischt haben. Die tödliche Attacke auf die europafreundliche britische Labour-Abgeordnete Jo Cox ersetzt uns alle. Sie hat ihre Haltung mit dem Tod bezahlt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hass darf doch niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung werden. Wir sehen daher mit großer Beunruhigung auf den Ausgang des Referendums. Einen Austritt eines Mitgliedstaates aus der EU hat es noch nie gegeben. Aber eines ist klar, das Verlassen der Europäischen Union wäre absehbar mit weitreichenden Folgen verbunden. Ein Brexit würde nicht nur Großbritannien schaden, sondern auch Deutschland und der EU. Denn der Austritt würde nicht folgenlos, das ist jetzt für mich auch ein Beispiel für den europäischen Binnenmarkt bleiben. Wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, dann kann man feststellen, dass gerade Großbritannien auch hier mit großen Auswirkungen zu rechnen hätte. Wenn man die Exporte sieht, immerhin 50% der britischen Exporte gehen bisher in die anderen 27 EU-Staaten. Bis zu 3 Millionen Arbeitsplätze hängen alleine daran, hängen alleine am Export. Und deshalb hat auch das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung gewarnt. Sie sagen, es können große Schäden für die Konjunktur Großbritanniens entstehen. Die Deutsche Außenhandelskammer in Großbritannien ermittelte durch eine Umfrage, dass etwa 80% ihrer Mitgliedsunternehmen, immerhin 700 knapp, negative Folgen eines Brexits für ihr Geschäft erwarten. Und deshalb muss man auch erkennen, ist die Unruhe dementsprechend und die Besorgnis innerhalb der deutschen Wirtschaft sehr groß. Und auch wurde schon festgestellt, Hessen ist ebenfalls ein wichtiger Handelspartner für Großbritannien. Immerhin gegen, oder für uns Hessen ist Großbritannien ein wichtiger Handelspartner. Immerhin gehen 8% der hessischen Exporte im letzten Jahr nach Großbritannien. Die Hoffnung der Austrittsbefürworter, dass durch einen EU-Austritt die Probleme in Großbritannien gelöst werden können, sind doch ein Trugschluss. Dies können doch nur mutige Reformen im Land selbst bewirken. Der Austritt dagegen, das ist feststellbar, wird zu Problemen in Großbritannien führen und wird die vorhandenen Probleme noch weiter verschärfen. Und wir hoffen wirklich, dass die Menschen in Großbritannien den Populisten und Nationalisten der Austrittsbefürworter nicht auf den Leim gehen. Gerade den jungen Menschen muss für ihre Zukunft klar sein, dass kein Land alleine in der Lage sein wird, die größten Herausforderungen zu bewältigen, wie das Aufhalten des Klimawandels, die Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Vertreibung. Die Werbung für die EU, für die Europäische Union, die muss an erster Stelle stehen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch loben, die Arbeit von Organisationen wie den jungen europäischen Föderalisten oder der Europäischen Union, die Europa-Union, die mit großem Engagement die Sinne der Bevölkerung für die Vorteile auch der EU schärfen. Denn eines ist wirklich klar, die Herausforderungen sind groß, und die Herausforderungen sind nicht von jedem einzelnen Land zu bewältigen. Sie sind grenzüberschreitend, und deshalb muss auch die Europäische Union weiter so bleiben, um diese Aufgaben auch gemeinsam angehen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben oder wir brauchen mehr internationale Kooperation und die Solidarität der europäischen Länder untereinander, um den Problemen auch wirklich wirksam begegnen zu können. Wir sind überzeugt davon, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo wir so viele Probleme auch zu lösen haben, wir das Gewicht und die Stimme aller 28 Mitgliedstaaten brauchen, um gute Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen zu finden.
Eine Abspaltung Großbritanniens wird dagegen die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft schwächen. Es steht für uns alle viel auf dem Spiel, denn wir wissen nicht, wie die weiteren Entscheidungen dann auch aussehen werden. Wir dürfen niemals vergessen, dass die EU ein Garant für Frieden ist. Sie hat uns Menschen ein niemals zuvor gekanntes Niveau an Sicherheit, Freiheit und Wohlstand gebracht. Wir haben innerhalb der Union gemeinsame Werte, das sind Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Vielfalt, die Wahrung der Menschenrechte und soziale Verantwortung. Diese gemeinsam zu schützen, muss uns allen eine Verpflichtung sein. Wir können daher nur hoffen, dass sich eine große Mehrheit der Menschen in Großbritannien am Donnerstag sich für die Europäische Union entscheidet. Denn durch die Europäische Union sind wir alle in Europa miteinander verbunden. Sie ist zu einem unverzichtbaren Instrument geworden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Kollegin Ammann, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz, Herr Präsident. Wir brauchen eine starke Union. Wir brauchen ein starkes Großbritannien als wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Ammann. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In ganz Europa gärt es, das Euro-Regime und mit ihm die EU scheint von einer Krise in die nächste zu taumeln. Delors Versprechungen von einem sozialen Europa wurden spätestens mit der Unterwerfung Griechenlands so stark desavouiert, dass immer mehr Menschen an der Möglichkeit seiner Verwirklichung zweifeln. Inzwischen fordern auch die iberischen Menschen ein Ende des von Brüssel und Berlin unter der Ägide der Euro-Rettung verhängten Verarmungskurses. Die Neuwahlen zum spanischen Parlament könnten die Krise des Euro-Regimes weiter beschleunigen, wenn die Austeritätspolitik fortgeführt wird. Über die de facto Insolvenz Griechenlands, die selbst der IWF ohne Schuldennachlass als unabwendbar befindet, wird geschwiegen, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Fakt ist, auch in den anderen europäischen Ländern hat die Skepsis gegenüber der EU in der letzten Zeit zugenommen. In Deutschland ist die Zustimmung seit 2004 um 8 Prozentpunkte gefallen, in Frankreich sogar um 17 und in Spanien um 16 Punkte. Doch während in Deutschland immer noch gut die Hälfte der Bevölkerung der EU freundlich gegenübersteht, sind es in Spanien 47% und in Frankreich nur etwas mehr als ein Drittel. Den schwersten Stand hat die EU in Griechenland, wo nur 27% der Befragten der EU etwas Positives abgewinnen können. Im Sommer wird sich diese Krise dort erneut zuspitzen, so wie wir es schon vor einem Jahr vorausgesagt haben. Der Ausgang der Abstimmung in Großbritannien wird also auch größere Rückwirkungen auf die gesamte EU haben. Bei der Volksabstimmung im Jahr 1975, Frau Beer hatte ja schon einmal darauf hingewiesen, zu einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gaben protektionistische Stimmen den Ton an. Der Labour-Chef Jeremy Corbyn hat in den letzten Monaten mit dem Motto „Bleiben und verändern“ für den Verbleib in der EU sich ausgesprochen. Nach einem positiven Votum für den Verbleib in der EU wollen die Gewerkschaften TUC und die Labour Party dann für eine Änderung und Erneuerung der Politik mit dem Ziel der Beendigung neoliberaler Austerität kämpfen. Abgesehen von der radikalen Linken vereint im Bündnis Lexit kämpfen also Gewerkschaften und Labour für eine Erneuerung Europas. Ihnen geht es vor allen Dingen um den Erhalt des europäisch verbrieften Arbeitnehmerinnenschutzes. Aber auch das muss gesagt werden, dazu bedarf es eines radikalen Aufbruchs der Gewerkschaften und der Linken, wie es gerade unsere französischen Genossen zeigen, um diese Standards wirklich zu verteidigen. Statt Politikfehler und Profitgier als Krisenursachen zu benennen, werden die Staatsdefizite zu einer Sozialstaatsschuldenkrise umgedeutet, um die desaströse Politik zu legitimieren. Öffentliche Ausgaben sowie Arbeits- und Sozialeinkommen
werden durch europäische Vorgaben radikal gekürzt. Lohnabhängigen, Arbeitslosen und Rentnern werden die Kosten der Bankenrettung aufgebürdet. Als wirtschaftlich und politisch stärkster Mitgliedstaat trägt die deutsche Politik eine besondere Verantwortung. Europa braucht eine Demokratieoffensive. Als abgehobenes Eliteprojekt hat die EU keine Chance. Europa muss sich neu begründen, heißt es in einem Aufruf von Gewerkschaften. Dem stimmen wir ausdrücklich zu. Ihren Antrag des undifferenzierten Weiter-so, dem jetzt auch die SPD beigetreten ist, werden wir ablehnen. Der Einigungsprozess braucht eine neue identitätsstiftende Leitidee. Immer mehr Menschen verbinden mit Europa Staatsschulden, Sozialabbau und Bürokratie. Sie entziehen der EU Sympathie und Zustimmung. Dank TTIP und CETA wissen nun deutlich mehr Menschen, welche Interessen die EU vertritt, nämlich die der großen Konzerne und nicht die der normalen Bevölkerung. Wir plädieren für eine europäische soziale Bürgerbewegung, die gegen die desaströse Krisenpolitik und für einen radikalen Politik- und Systemwechsel antritt. Auf die resultierende Flüchtlingskrise hat die EU keine Antwort gefunden, höchstens mit Frontex. Statt Fluchtursachen zu bekämpfen und europäische Werte zu Grundwerten und diese zu verteidigen, haben die EU-Staaten Mauern und Zäune gebaut, Grundrechte geschreddert und ausgerechnet mit dem Terrorpaten Erdogan einen schmutzigen Deal ausgehandelt. In Ungarn und Polen sind Rechtspopulisten schon an der Macht. In vielen anderen EU-Staaten treiben sie die Regierung vor sich her. Gut möglich, dass die von den nationalistischen Britain First-Kräften betriebene Brexit-Bewegung morgen erfolgreich sein wird und sich die britische Bevölkerung mehrheitlich für einen Ausstieg aus der EU entscheiden wird. Dass diese Kräfte dabei nicht vor einem Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox zurückschrecken, besorgt uns sehr und macht deutlich, dass wir uns diesen nationalistischen Tendenzen überall in Europa entschieden entgegenstellen müssen. Lieber Kollege Warneun, Sie müssen zum Schluss kommen. Letzter Satz. Nach meiner Auffassung ist es notwendig, dass das Gespenst, von dem Marx und Engels im Kommunistischen Manifest von 1848 sprechen, europaweit, international und grenzenlos lebendig gemacht wird. Ein anderes Europa ist möglich und dringend erforderlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Warneun. Es gibt keine. Doch, die Staats-, ja, von dem Parlament. Frau Staatsministerin Buttrich hat das Wort. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei dem letzten Redebeitrag blieb eigentlich nur dann die Antwort übrig, dann treten Sie doch aus. Ich bin ein bisschen erschrocken darüber, wenn mit diesem Katastrophenszenario Europa beschrieben wird, und das muss ich sagen, das wäre ein Redebeitrag gewesen bei den Leave-Gegnern, bei den Leave-Befürwortern, zu beschreiben, was Europa alles schlecht ist, zu beschreiben, was alles schlimm ist, und Europa auf Griechenland zu beschränken. Ich will in aller Deutlichkeit sagen, ich danke denjenigen, die hier die Vorteile Europas dargestellt haben, die mal dargelegt haben, was Europa für uns bedeutet. Und das ist ein bisschen untergegangen in der einen oder anderen öffentlichen Diskussion. Ja, es ist richtig. Wir haben viele wirtschaftliche Vorteile. Wir sind ein wichtiger Standort. Wir wollen die Briten bei uns haben. Wir wollen mit ihnen Geschäfte machen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn wir über Europa diskutieren, müssen wir noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer gehen. Was hat uns Europa gebracht? Und da muss man nur mal in die Länder reingehen, die neu dabei sind. Jetzt gehen wir mal nicht im Rahmen der Flüchtlingskrise zu denjenigen, die andere Positionen haben, ob sie Flüchtlinge aufnehmen oder nicht. Gehen Sie mal zu den Mitgliedern, zu den neuen Mitgliedern baltischer Staaten. Da finden Sie glühende Europabefürworter, die heilfroh sind, dass sie dabei sind. Die sind übrigens auch heilfroh, dass sie den Euro haben. Das sind diejenigen, die Dynamik in Europa vorantreiben, die aber auch ein Stück darstellen und die Thematik und Problematik Europas darstellen, dass Europa sich verändert hat. Ja klar, Europa hat sich verändert. Es gibt Mitgliedstaaten, die schon lange dabei sind, alte Demokratien, zum Beispiel die Großbritannien, die lange dabei sind, und es gibt welche, die neu hinzugekommen sind. Es ist richtig,
dass wir zu manchen Fragestellen auch unterschiedliche Antworten geben, am Ende aber mit einer gemeinsamen Stimme sprechen müssen. Und was man doch immer wieder einmal hervorheben sollte, was hat uns denn Europa gebracht? Ein Friedensprojekt, ein einmaliges Friedensprojekt. Und lassen Sie uns doch wieder einmal ein bisschen mehr darüber reden, in den Zeiten, in denen es schwierig ist, nicht immer wieder sagen, Europa taumelt von einer Krise in die andere. Und wenn ich dann höre, mehr Demokratie in Europa, bitte schön. Die Mitgliedstaaten Europa, das sind demokratische Staaten, die, wie Frau Hammann eben gerade sagte, Werte teilen. Lassen Sie uns darüber einmal reden. Lassen Sie uns doch einmal darüber reden, dass wir Mitgliedstaaten die Werte teilen, die für diese Werte auch kämpfen, die wir auch in der Gemeinschaft erhalten wollen, und gerade in schwierigen Zeiten. Na klar, Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, und so richtig gesagt worden, das beschert uns Wohlstand und Sicherheit. Und das sind doch die Dinge, für die wir streiten und für die wir kämpfen müssen. Und ja, eine Diskussion, wie sie im Moment stattfindet, Thema Brexit, ist eine Situation, in der, und das ist der Vorteil bei solchen Diskussionen, man auch wieder einmal mehr über Europa spricht. In jeder Krise liegt eine Chance. Na klar, natürlich hoffen wir, dass die Briten letzten Endes dabei bleiben. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, dass sie nicht dabei bleiben. Wir werden es morgen sehen. Und sicher geht die Welt nicht unter, wenn die Briten aussteigen. Das darf auch nicht so sein. Aber Europa wird sich verändern, wenn sie aussteigen. Und was wir doch alle miteinander nicht wollen, dass Rechtspopulisten, Populisten, europafeindliche Gruppierungen dann die Gelegenheit nutzen, das Projekt Europa zu verlassen. Wir wollen doch gemeinsam für ein erfolgreiches Europa streiten. Und zwar nicht nur aus Prinzip heraus, sondern weil es dringend notwendig ist. Ich bin vor einigen Wochen in London gewesen, habe sowohl mit Leave-Befürwortern als auch mit Remain-Befürwortern gesprochen. Ja, es ist richtig, die Emotionalität dort, die ist schon erschütternd. Dieser Hass, der dort gesprochen wird, die einen, die das alte Empire zurückhaben wollen, junge Leute, die eigentlich dabei bleiben wollen, die sagen, wir wollen, dass wir bei Europa bleiben, aber sich in der Art und Weise nicht so artikulieren wie diejenigen, die aussteigen wollen, indem Ressentiments geschürt werden. Und ich kann nur sagen, hohen Respekt vor einer Leave-Befürworterin, die in den letzten Tagen gesagt hat, ich steige zum jetzigen Moment aus. Ich bin nicht mehr eine, die bei den Brexit-Befürwortern sein will, weil diese fremdenfeindliche Kampagne unerträglich ist. Ich mache da nicht mehr mit. Da habe ich hohen Respekt. Das ist kurz vorm Ende noch zu sagen. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die Emotionalität, die in der Debatte geführt wird, ein Stück zurückgeht und man eher in eine sachliche Betrachtung geht beim Brexit, bei der Brexit-Diskussion, dass wir aber gleichzeitig sagen, lassen Sie uns wieder mal ein bisschen mehr Emotionen für Europa spüren. Nicht nur eine Rationalität, sondern eine Liebe zu einem Gemeinschaftsprojekt. Lassen Sie uns doch einfach mal gut reden. Und wenn hier die Beschreibungen sind, warum Europa in einem schlechten Zustand sein soll, in den Köpfen der Menschen, ja, sind wir vielleicht nicht noch ein Stück selbst schuld? Sind wir nicht diejenigen, die es auch schlecht gesprochen haben im Klein-Klein? Sind wir nicht diejenigen, die Kritik geübt haben in manchen Bereichen und die Vorteile nicht hervorzuheben? Und deshalb will ich an der Stelle zu dem einen Punkt kommen, was die Aufgabe auch von Regionen ist, von Ländern ist. Ich habe das Bimmeln gehört, ich habe nur ein bisschen überzogen, weil alle anderen auch ein bisschen länger gesprochen haben. Wir haben die Aufgabe in den Ländern. Frau Ministerin, das galt nicht Ihre Redezeit, es war etwas Unruhe im Haus. Deshalb, bitte sehr. Wir haben in den Ländern, auf den Ebenen, in denen wir sind, wirklich die Aufgabe und die Pflicht, zum einen die Interessen unserer Bundesländer logischerweise nach Brüssel zu tragen. Dafür haben wir auch eine Landesvertretung, die eine gute Arbeit macht. Aber wir haben umgekehrt auch die Aufgabe, den europäischen Gedanken in unser Land nach Hessen hineinzutragen. Wir müssen es hineintragen. Wir sind diejenigen, die die Menschen begeistern können. Ja, wir müssen darüber reden, was es uns bringt. Wir müssen darüber reden, welche Projekte hier entsprechend verwirklicht werden. Wir müssen sagen, wo europäische Mittel hinfließen. Wir können nicht immer nur so tun, als sei das in irgendwelchen Regionen weit weg und wir hätten keine Möglichkeiten. Sei das in Wissenschaft, sei das in Forschung, sei das im Bereich der Hochschulen, sei es im Bereich der Industrie, sei es im Bereich der Wirtschaft, sei es im Bereich der Landwirtschaft. Und wenn uns das ein Stück gelingt, dass wir den Menschen mal sagen, wir haben viel von Europa, sowohl im inhaltlichen, im fachlichen, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in dem Bereich des Projektes Frieden und Freiheit. Dann können wir unseren Teil dazu beitragen, zu sagen, eine Diskussion um Brexit ist eins, um das Bewusstsein der Menschen wieder ein Stückchen zu schärfen. Und das am Ende. Ja, Hessen ist ein Bundesland, das sehr europäisch ist. Mitten in Deutschland, mittendrin. Ich möchte fast sagen, eines der europäischen Bundesländer innerhalb Deutschlands.
Wir sind diejenigen, die Impulse setzen können. Wir sind diejenigen, die Signale geben können. Wir sind diejenigen, die Begeisterung ausdrücken können. Und was ich mir mit Ihnen gemeinsam wünsche, ist klar: Brexit. Lieber morgen ein Ergebnis, bei dem oder hoffentlich ein Ergebnis, in dem die Briten dabei bleiben. Weil eins ist auch klar: Lieber ein kritisches Mitglied in einer Gemeinschaft, die es uns gemeinsam möglich macht, eine Gemeinschaft zu verbessern, als eins, das als kritisches Mitglied aussteigt und die Möglichkeit der Veränderung nicht gibt. In diesem Sinne hoffen wir alles Gute für morgen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP betreffend Großbritannien ist wichtiger Teil der Europäischen Union, Drucksache 19-3509. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Enthält sich keine. Dann ist dieser Antrag mit Mehrheit beschlossen.